Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Die PTA ist aufgegangen und hat uns diesen Dialog hinterlassen. Besonderes Ereignis. Die Vergangenheit ist in diesen Gefilden stets lebendig. Kultisten haben sich durch die Überreste von Adrias Habseligkeiten gewöhnt und das Geheimnis der Erweckung ihrer Erinnerungen entdeckt. Für kurze Zeit scheint die Stadt so, wie sie vor vielen Jahren einst ausgesehen hat. Aha, für kurze Zeit, also es ist immer von 1. Januar bis 31. Januar. Und ja, wir müssen die Sachen töten, die Gegner vom ersten Diablo. Ja, Diablo 1. Gut. Wenn wir wahrscheinlich den nehmen, oder wollen wir den? Ah, der ist gar nicht dabei. Okay. Ja, wir müssen die nehmen, hä? Nehmen wir die und gehen einfach mal auf Qual 5 rein. Ich bin jetzt mal gespannt, aber richtig. Ja, und das kommt jetzt einfach nebenbei noch, gell? Ich nenne es jetzt einfach mal Diablo Let's Play PTR. Also sonst irgendwas, ihr werdet es ja oben sehen. Und dann gucken wir mal, was so abgeht, hä? Also, Abklingzeit. Da, kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance, Schaden. Da ist es natürlich hier, hier. Einen mal hier. Rest hier und dann hier nochmal. Und hier ist es Ressourcen. Flächenschaden. Dann Goldbonus. So. Also. Ja, wir haben eigentlich gutes Equip. Hä? Einfach haben wir noch keinen Stein, aber der Stein haben wir sicher irgendwo. Jetzt muss ich gucken. Da haben wir die Steine. Hä? Aber das Problem liegt einfach daran, dass wir da jetzt, wie ihr seht, keinen Sockel haben. Weil wir, ja, weil wir einfach physischen Schaden brauchen. Na gut, brauchen wir ein neues Amulett. Aber jetzt weiß ich gar nicht, muss man einfach... Ah, da. Gehen wir mal rein, hä? So, ich möchte gern die und die. Was haben wir denn hier? Ah, die alten Sachen. Die wusste ich auf der PTR überhaupt nicht. Haben, hä? Schön, und da stark sind wir. Prima. Dann gucken wir mal, hä? Ich will ja unbedingt einfach das Aktuelle euch zeigen, damit ihr auch ein bisschen seht, was los ist. Und nebenbei eben das Ding machen. Ah, das ist so toll, die Kühe sind hier. Die sind genau so hingestellt worden, wie sie in Diablo 1 waren, und das hat irgendwie so einen Mythos, dass man mit denen irgendwie etwas öffnen könnte oder so. Und da ist... Ah, das ist die Hexe, Adria. Okay, gucken wir mal, hä? Ich möchte unbedingt den Fehltaumer... Wie ihr seht, eventuell geht es flüssiger wegen dem 64-Bit-Client jetzt, aber das kann ich nur auf der PTR natürlich aktivieren, bis es dann rauskommt, hä? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Muss ich mit dir reden? Hab doch geschaut. Das kann doch nicht sein. Ich werde natürlich auch gerne ein paar Dinge raushauen. Ein paar Parts mehr, hä? Und dann gucken wir mal, wir Diablo 3 Fans, hä? Was da so passiert. Aha, man muss die Kleinen auch noch. Aber da geht's ja ins originalen Kathedrale. Also hier ist es nicht. Da ist aber einer wieder.
Vielleicht hier. Vielleicht muss man auch irgendwas sammeln. Es steht nicht. Es steht nirgends. Vielleicht im Quest. Quests haben wir nichts. In der Stadt vielleicht. Ich bin jetzt einfach mal hier hingegangen. Komisch. Da vielleicht? Nö. Na gut, gehen wir nochmal kurz zurück. Hä? Ah, jetzt ist auch kein Ding da. Das ist schon immer so. Ich dachte, hier wäre immer ein Waypoint. Der ist jetzt plötzlich am Anfang, hä? Der war plötzlich am Anfang. Ah, der ist immer dort. Naja, ich weiß es nicht. Ich habe es eben schon lange nicht mehr gemacht. Finsternis über Tristram. Vielleicht in Tristram. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht informiert, wie ich es eigentlich auch immer mache. Ja, hier. Ah gut, der Filter ist an. Wollt ihr es so sehen oder nicht? Ich denke, ich mache ihn aus. Man kann ihn irgendwo ausmachen. Weil so seht ihr halt einfach nicht so gut. Was, Ding, wieso ist das? Ah, Multisample. Cool. SSO machen wir natürlich an. Und hier mal 60er Ding. Ja, aber wo haben wir denn die... Hä? Da, nein, das ist 1600. Wir haben gar keinen, also wir haben nur 69. Reflexion muss an. Ist das alles aus? Scheinbar einfach, weil sie die Einstellung geändert haben, ist alles wieder ein bisschen wenig. Aber wie kann man jetzt... Kann man hier das nicht mehr ausmachen? Ich möchte es gerne aushalten. Ja gut, spielen wir halt so. Alles verpixelt. Ja, ich finde es sogar einfach so ein Touch von Diablo 1, klar. Haben wir die Kühe wieder hier oben? Weil die sind einfach heraus. Ah, das endet nur. Okay. Das ist verschlossen. Ich will aber... Und alle tot sind hier. Ist es jetzt wirklich? Vielleicht muss man einfach rein und dann hochgehen. PH, you need a strong drink to make this spirit. Wir müssen also Sachen finden, eventuell. Okay. Bin mal gespannt, hä? Ich bin eben einer, der nicht gerne Sachen sucht. Vor allem, also nicht gerne Sachen schon heraussucht, bevor ich spiele. Meistens dann, wenn ich nicht mehr weiterkomme oder sonstige Sachen. Ich möchte mich einfach nicht spoilern lassen. Aber in-game suche ich natürlich immer alles ab. Ich will ja auch wissen, was genau neu ist und alles mögliche, oder? Aber heutzutage... ist es so, dass das Internet einfach nur noch alles nachschaut und dann sind sie böse darauf, dass sie alles schon wissen. Wieso denn? Haben sie irgendwelche Probleme? Nein, das ist einfach die Wissenssucht der Menschen. Sie probieren immer irgendwas zu wissen und wissen etwas anderes überhaupt nicht. Und wird alles lernen oder gar nichts lernen oder nur eins. Aber zum Beispiel ein Mathe-Genie könnte niemals irgendwelche Kraftübungen machen oder sonst irgendwas. Nichts lernen über Automechaniker, gar nichts. Die lernen einfach nur nach Matheformen. Das ist einfach zu wenig, oder? Ich bin einer, der macht alles.
Alles, wo er den Kontakt hat, auch. Ach, das ist so cool. Ich lieb das. Ich lieb das. Wie süß, auch die Bewegungen sind irgendwie anders. Ah, das sind jetzt neue Gegner. Ist es jetzt das erste Labyrinth Ebene 1? Ja. Sehr gut. Das ist jetzt der erste Gegner. Und da ist, die sind alle, die Gegner sind alle so hoch wie PTR, Paragon Level, Qual 5. Genau. Seht ihr schön, schon wieder für einen Stuss. Ich bin jetzt auch ein bisschen am richtig sprechen lernen, ohne Fehler und so weiter, aber das geht noch lange. Vor allem, man ist beim Spielen viel abgelenkter. Wenn ihr mit mir in Skype oder so redet und ich mache nichts, dann seht ihr es, ich habe überhaupt keine Fehler, also ich lerne recht gut. Aber das muss man einfach lernen, das einfach machen. Wieso machen es dann die Leute nicht, wenn sie irgendwas lernen? Macht es einfach, egal wie viele Stunden ihr dran sitzt. Einfach machen. Ich will die Kühe dürfen. Was muss ich noch machen, hä? Jo. Okay. Die teleportieren sich weg irgendwie. Ja, ich wusste, dass es hier nicht weitergeht. Aber damit ich alles erkunden kann. Keine gelben Gegner. Oder blaue. Champions und Elites. Ja, das ist schwächer natürlich. Wir haben ja auch Zunimasas. Die Geister holen euch. Ja, ist nur ein Zeichenschrein. Also jetzt ist noch relativ unspektakulär, hä? Vielleicht kommt bald mal irgendwas noch. Euer Untergang ist besiegt. Okay, hier geht es sogar weiter. Wir gehen jetzt noch kurz nach oben. Ich möchte immer alles mitnehmen. Also es kann eben dieser Trank mal spawnen oder so weiter. Und deshalb, ja, geht's hier weiter, hä? Aber wohin? Aha, zum Botscher! Boah, ich hab mich erschreckt! Tut mir leid, dass der One-Hit ist, aber... Ja, man kann nur reduzieren. Sowas von cool. Der Botscher war hier. Aber wenn's dort weitergeht, geht's denn hier weiter? Ah, endlich, da auch einer. Was war da? Umziehen, der Held. Der Held! Ah, der Held. Was ist hier Ebene 3? Wir sind ja Ebene 2. Das habe ich da. Geistesperrfeuer, okay. Weil es uralt ist natürlich. Wo geht's hier weiter? Dunkler Durchgang. Ist das eine Abkürzung? Ich weiß es gar nicht. Also was mir auffällt, ist es einfach die Kathedrale. Es ist nicht Diablo 1. Den dunklen Durchgang errungen. Ah, eine prächtige Truhe. So. Prima. Haben wir sonst noch was hier? Es scheint einfach ein Durchgang zu sein, aber wo bringt er uns hin? Aber ich kann doch irgendwie die Pixelfilter ausmachen, habe ich sie gesagt. Ah, vielleicht im ersten Durchgang nicht.
Wir werden natürlich noch ein bisschen weitermachen später, aber ich möchte einfach mal ohne Pixel auch hier sein. Also es ist nichts hier. Dann gehen wir wieder raus, hä? Wenn nichts hier ist. Habe ich nicht einen Trank? Doch, ich habe einen Trank. Sehr gut. Also mir freut's, also wenigstens machen sie noch etwas Cooles. Also wenn sie jetzt so etwas machen würden, wie zum Beispiel zwei neue Gebiete. Wie zum Beispiel diese neuen Bäume, ja, einfach so Wildnisgebiete, dann, naja. Neue Gebiete ist für mich nicht so wichtig. Überhaupt nicht eigentlich. Ich schaue es mal kurz an und dann gehe ich eventuell nur noch, wenn ich es brauche, also muss. Und sonst lasse ich es stehen. Den Necromancer werde ich natürlich öfters anschauen. Aber der gibt es noch nicht in der PTR. Denke ich jetzt mal. Müsste es eigentlich sein. Aber können wir mal gucken, hä? Wir gucken uns alles an. Und ja. Schauen dann mal, hä? Also hier ist wahrscheinlich irgendwo auch noch wieder das. Hier ist nix. Die Wanderauge des Todes, der Tod, ah, Warnauge der Tote. Okay. Ja. Es explodiert alles, die Fässer explodieren. Ja, es ist leider ein bisschen zu leicht natürlich, aber es ist wahrscheinlich noch gar nicht ausbalanciert. Ich habe ja auf Qual 5 und das sollte ich eigentlich relativ schwer haben. Da muss ich eines der Set-Teile wegmachen. Was würde am wenigsten zwicken? Einfach mal den Schaden wegmachen. Ja, jetzt geht's aber auch relativ langsam. Wir machen es wieder an. Ja, die Bosse, ja, die sehen wir kurz und dann explodieren sie. Genau, wir machen es einfach mit Set, aber machen keinen Zauber. Genau. Aber erst wenn ein Boss kommt. Sonst kommen wir nie an. Einfach cool. Also hier geht's weiter. König Leorix Gruft. Ja, da muss ich noch kurz unten. Oder wollen wir das jetzt überspringen? Komm, ich überspringe das. Ich wollte es ja eigentlich nicht überspringen, aber wenn das alles so komisch ist. Was mir noch aufgefallen ist, auf der BlizzCon haben sie schlecht recherchiert. Sie haben Games gezeigt, die von Mod sind aus Diablo 2, East and Sun. Das hätten sie natürlich nicht dürfen machen. Tja. Die untote Krone. Dankeschön. Boah, das ist aber ein langer Name. Die untote Krone. Das ist jetzt ein besonderer Gegenstand, sieht so aus. Ja. Mann, das ist nur der Raum mit der mit dem Krug. Okay. Es ist merkwürdig und es ist eher ein bisschen komisch. Wir machen es natürlich im Let's Play dann auch.
Vor allem wenn dann Season 9 wahrscheinlich anfängt, oder wird es dann nicht Season 9 schon sein? Ja, Season 8. Ende. Machen wir es danach nochmal, ganz klar. Und jetzt? Ah, rechts, genau. Jetzt dachte ich, ich habe alle erkundet. Ah, wir können hier nicht weiter. Ah, das fällt mir erst jetzt auf. Man kann irgendwie nur auf 8 verschiedene Richtungen oder 5 verschiedene Richtungen laufen. Ja, 1, 2, 3, 8 verschiedene Richtungen. Keine Ahnung. Aber ihr seht es ja, man wackelt herum. Man wackelt einfach herum. Schön pixelig, gell? Das ist Retro. Sind wir Retro, Leute. Also mir hat es schon ein bisschen angetan. Aber, Harlekinskrone. Ich habe die Harlekinkrone. Aber wieso sind das immer blaue? Königsschwerter, Eile. Ach, wie cool. Ist es genial, Harlekinskrone. Die haben einfach das Unique so umgeändert. Göttliche Platte des Wahls. Magisches Zitat. Zierat. Ist ja mal cool. Episch. Jetzt haben sie die Gegenstände also auch doch noch eingebaut. Ah, da habe ich sowas von geträumt davon. Als ich das gelesen habe im ersten Tag. Ja, ich muss unbedingt die Gegenstände auch aus Diablo 1 finden. Ja, sind zwar nicht unique und so Sachen, aber immerhin sind sie da. Der Name. Nur der Name. Nicht mal das Aussehen. Okay, ich will aber hier noch weitergehen. Hier ist etwas versteckt, ich weiß es. Wie viel haben sie gesagt? 20 Gegner? Oder 30? Das ist auch nicht mehr. Aber ich habe Diablo 1 schon gespielt. Aber ich bin nicht weit gekommen, weil ich einfach nicht viel Zeit investiert habe. Ich war nach dem Butcher, war ich wahrscheinlich im dunklen Durchgang, aber es war auf jeden Fall dunkel. Ja, ja. Irgendwie so etwas. Vor allem haben die Gegner sowas von aufgeregt damals. Weil man natürlich nicht gut sich bewegen konnte. Und ich habe es im Mediamarkt, die PlayStation 1 Fassung habe ich im Mediamarkt gezockt. Das war richtig cool. Natürlich auch nur in Tristram herumgebummelt und ein bisschen die erste oder zweite Ebene. Ich glaube die zweite Ebene habe ich damals erreicht. Ja. Und der Diablo 2 Mod Hellfire, der war sowas von schwer. Vielleicht können wir das mal wieder spielen. Ich hole ja Diablo 2 wieder. Können wir ja mal spielen, aber bitte nicht euch aufregen, wenn es halt gegrindet ist, gell? Aber man kommt halt nicht schnell vorwärts in diesem Mod. Ja, ha. Buch des Blutes, das brauchen wir doch, oder? Okay. Das kannst du nicht öffnen. Einen Blutstein aber. Können wir jetzt öffnen? Nein. Okay, da geht's noch nicht weiter.
So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, das sind alles Teilsets von dieser neuen... ja, eigentlich Corvus, so wie das heißt. Die Stadt der Nephilim. Ist das ein Skin? Vielleicht sind die neu. Ich glaube, die sind neu. Aber... ja, es ist halt relativ kurzzeitig gemacht. Wahrscheinlich haben sie überhaupt keine Zeit. Hau Knall an Diablo 4, ich weiß es. Hundertprozentig, die haben das Spiel aufgegeben sonst. Bluthaut, Ochsenknochen, was ist das? Oh, Dunkelbogen. Hab's nicht gut gelesen, gerade, ja, schlecht gelesen. Weil sogar gleich wieder wegging, habe ich da den Rest nicht gesehen. Ihr könnt das Video stoppen, ihr könnt sehen, aber ich kann es leider immer nur in Echtzeit sehen. Labyrinth Ebene 6. Da müssen wir irgendwie wieder zurückkommen, hä? Ich weiß jetzt nicht, was wir machen müssen, aber... ja, muss das Let's Play pausieren, wenn es so lang geht. Ich dachte, das wären kurze Ebenen. Das sind ja recht lange Ebenen, also... ich komme schlecht vorwärts. Ja, tja. Eventuell werde ich im zweiten Part halt wieder hier hingehen. Auf einem höheren Schwierigkeit? Ja, nein. Es ist gut so, dass wir nicht so einen hohen Schwierigkeitsgrad haben. Ich will es ja auch nur zeigen. Es ist... ihr dürft gerne auf hohem Schwierigkeitsgrad das durchspielen, einfach PTR starten. Aber, ja. Sonst nicht. Weil... ich mache es ja mit dem Baba auf dem sehr hohen Schwierigkeitsgrad, so gut wie es geht. Ja. Das mache ich dann einfach im Let's Play, wenn es soweit ist. Und ja, hier nicht. Aber wir müssen einfach in einem Monat fertig sein, aber es wird klappen. Ich glaube ja, schnell. Ja, aber es treibt jetzt ein bisschen mit der... ich mag es einfach nicht, wenn alles so... verzweigt ist. Das wird ja eigentlich auch nur gemacht, damit wir ein bisschen dranbleiben. Aber eben, das ist nur Zeitschindung und hat keinen Spaß wert. Also ich muss jetzt mal gucken, was noch oben ist. Ja. Ich will ja nichts verpassen eigentlich. Also soll ich nur durchrushen und nicht viel zeigen? Nein, das will ich auch nicht. Das ist ja immerhin Peter. Aha, das ist schon ein Stellenwert. Die Geister leiten mich. Da hat's nochmal. Das ist wahrscheinlich ein verstecktes Level, hä? Okay. Habe ich doch etwas Lohnenswertes gemacht noch. Kammer der Knochen. Wer gibt's denn alles noch? Was gibt's noch für einen Boss? Wir werden's sehen. Vielleicht kommt Mephisto. Sterbt alle, ihr seid zu viele. Okay.
Ja, jetzt ist alles unten, hä? Wieso haben wir nur noch ein, zwei Ding? Gargantulas, jetzt haben wir wieder da. Es ist einfach mal nix hier. Deshalb. Es ist nix hier. Na gut. Also, wir sehen uns in Part 2 wieder, hä? Wenn ihr wollt. Natürlich, wenn ihr wollt. Ich gehe dann rüber. Ja, jetzt bis hierhin. Gut, bis gleich.